Hey und herzlich willkommen zu dem neuen Video und damit auch herzlich willkommen auf dem Kanal von Experiment. Manche von euch kennen mich vielleicht schon oder kennen mich noch und andere kennen mich noch nicht. Deswegen habe ich gedacht, stelle ich mich noch mal kurz vor. Und zwar bin ich Katharina, ich bin 15 Jahre alt und ich verbringe gerade mit Experiment e.V. mein Auslandshalbjahr in Stockholm in Schweden. Ich habe hier auf dem Kanal oder wir haben hier auf dem Kanal schon einen Vlog hochgeladen über meinen Schulalltag. Falls ihr noch nicht gesehen habt und euch das interessiert, könnt ihr euch den sehr gerne anschauen. Und jetzt folgt aber noch ein Vlog über mein Wochenende, wie so ein klassisches Wochenende bei mir aufgebaut ist und wie ich meine Freizeit verbringe. Von Anfang an kann ich sagen, also es gibt da nicht so einen klassischen Plan, das ist eigentlich immer unterschiedlich. Aber ich probiere euch jetzt einfach so ein bisschen mitzunehmen, weil normalerweise ist es so, dass ich einen Tag was mit meiner Gastfamilie mache, wir gemütlich frühstücken oder so. Und den anderen Tag unternehme ich was mit Freunden oder anderen Austauschschülern. Und dieses Wochenende ist es ein bisschen besonders, weil heute ist der 6. Juni, heute ist der schwedische Nationalfeiertag und deswegen gehe ich auf eine Parade nach Stockholm. Eigentlich wird der Nationalfeiertag hier in Schweden nicht so groß gefeiert und dafür halt Midsommar. Aber meine Local Coordinatorin ist in so einer Organisation und da ist eben die Parade und da gehe ich mit ihr und einer anderen Austauschschülerin zusammen hin. Wir laufen von der Innenstadt zu so einem Freilichtmuseum und dort ist dann, wie heißt das? Dort ist dann so Reden und so, also so eine kleine Prozession, ich weiß nicht, ob man das so nennt. Und genau, morgens mein Geburtstag, da gehe ich mit meiner Gastschwester in einen Freizeitpark und danach gehe ich noch mit einer Austauschschülerin was essen, aber ich weiß es noch nicht so ganz genau. Ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch alle, die das Video verfolgen. Ich hoffe, es ist interessant für euch und ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Heute ist der schwedische Nationaltag und wir sind jetzt hier gerade bei so einer Parade und dann laufen wir zu so einem Freilichtmuseum und ja, wir schauen mal, was passiert. Wir sind jetzt hier angekommen in dem Freilichtmuseum und die Zeremonie beginnt jetzt gleich. Es kommt auf jeden Fall der König vorbei, habe ich gerade gelesen. Ich habe nicht gedacht, dass es so groß wird, um ehrlich zu sein, deswegen habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Aber gut, der König kommt vorbei und so ein paar Flaggen und so werden getragen und es werden ein paar Reden gehalten. Und genau, ich würde sagen, ich probiere einfach ein bisschen was mitzufilmen und wir sehen uns später wieder. Om det fanns ett tecken för vår sammanhållning och gemenskap. Feierlichkeiten sind jetzt vorbei. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Impressionen bekommen. Da hat zum einen der Reichstagspräsident gesprochen, der König hat gesprochen, es gab ein paar verschiedene Musikbeiträge, unter anderem von einem Bekannten hier in Schweden, der fast zu dem Song Contest dieses Jahr gefahren wäre. Und dann war noch ein ABBA-Medley und dann wurden die Fahnen verliehen und am Ende haben wir tatsächlich alle zusammen den schwedischen Nationalsong gesungen. Ich fahre jetzt nach Hause und morgen ist tatsächlich mein Geburtstag und da werde ich mit meiner Gastschwester in den Freizeitpark fahren. Heute Abend passiert eigentlich nichts mehr Spannendes, deswegen weiß ich nicht, ob ich mich noch melde. Aber sonst melde ich mich auf jeden Fall morgen wieder. Genau! Oh ja, wir haben
haben uns noch kurz ans Meer gesetzt, bevor wir reingegangen sind. Und dann hat unser Abenteuer auch schon begonnen. Wir haben beide ein bisschen Höhenangst, aber gut. Ja, ich habe ja heute Geburtstag und meine Gastschwester hatte neulich Geburtstag. Und deswegen war das so unser zusammenes Geburtstagsgeschenk. Und wir sind ein paar Achterbahnen gefahren und dann sind wir in dieses Gruselhaus gegangen. Und da gab es so Rolltreppen, die sich in verschiedene Richtungen bewegt haben. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich bin da voll am Verzweifeln und meine Gastschwester hat sich einfach nur kaputt gelacht. Aber dann im Gruselhaus drin, da hatte sie auch ein paar Probleme. Also es bin nicht nur ich. Und genau, da haben wir ein paar Sachen gemacht und auf jeden Fall haben wir auch noch ein Kettenkarussell gemacht. Ein kleines und ein großes und da hatte man so eine schöne Sicht über Stockholm und konnte über dem Wasser fahren. Und ja, es war ein sehr, sehr schöner Vormittag. Ich fahre jetzt schnell nach Hause, ziehe mich um, mache mich fertig und dann geht es auch schon weiter. Ich treffe mich dort mit einer Freundin. Ich fahre jetzt nach Stockholm und ich treffe mich dort mit einer Freundin. Wir wollen uns einfach noch mal so ein bisschen unsere Lieblingsorte hier in Stockholm anschauen, bevor wir nach Hause fahren. Ich habe nicht mehr so viel Zeit übrig hier. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht für euch irgendwie ganz spannend, um irgendwie so einen Eindruck von der Stadt zu bekommen. Oder wenn ihr selbst mal hierher fahren wollt. Und ja, deswegen zeige ich euch einfach ein paar Impressionen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich auf jeden Fall nachher wieder. Weil heute ist ja schon der letzte Tag von meinem Vlog. Und genau, dann melde ich mich nachher nochmal und verabschiede mich auf jeden Fall. Genau, als erstes sind wir in die Altstadt von Stockholm gegangen. Ich glaube, die ist auch als touristisch relativ bekannt. Genau, aber es ist trotzdem immer schön, da rumzulaufen, sich die kleinen Gassen und bunten Häuser anzuschauen. Und da ist auch die engste Gasse von Stockholm, die seht ihr hier. Genau. Und da sind wir noch an einem Fotoautomat vorbeigekommen und dann haben wir noch ein paar Abschiedsfotos gemacht. Und danach sind wir zu Gamlastaden gefahren, direkt am Wasser und da kann man auf so einen kleinen Berg hochgehen, der heißt Skinnarviksberg jetzt. Und den Tipp habe ich von meiner Gastschwester bekommen und als ich das erste Mal da oben war, ich wollte einfach nicht mehr weg. Ich liebe diesen Berg, ich finde es so, so schön, man hat eine super Aussicht und ja. Dann sind wir noch auf die Schären gefahren nach Vaxholm, da kann man einfach ganz leicht mit dem Pendelboot rausfahren, das ist richtig praktisch. Und dann, ja, hier ein paar rote, typische schwedische Häuschen, wie man sich Schweden vielleicht ein bisschen vorstellt. Genau, wir sind da am Ufer lang gelaufen, ja, und haben einfach einen kleinen Spaziergang gemacht, sind ein bisschen rumgelaufen, sind durch die Stadt gelaufen, in Vaxholm gibt es jetzt nicht so viel, aber gut. Und haben zum Abschied noch ein Eis gegessen und ja, da kam auch schon wieder unser Bötchen zurück. Ja, hier seht ihr nochmal ein bisschen Vaxholm, das ist wirklich eine super süße kleine Insel und ich finde es an Stockholm immer so faszinierend, wie schnell man eigentlich wieder draußen ist. Also es ist zwar die Hauptstadt, aber man ist so, so schnell wieder draußen in der Natur und das finde ich sehr faszinierend. Genau, hier sind noch ein paar Bilder von der Fahrt zurück, kleine Inselchen und einfach so viel Grün, wie ihr glaube ich selbst ganz gut sehen könnt. Und dann sind wir in den Hafen von Stockholm reingefahren, im Sonnenuntergang. Es war wirklich traumhaft schön und ja, ich würde sagen, ich melde mich daheim wieder. Ich bin jetzt wieder gut daheim angekommen. Ich hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Geburtstag. Ich glaube, viele haben Angst vor so einem Geburtstag im Auslandsjahr. Zumindest ich hatte auf jeden Fall auch Angst davor. Ich habe irgendwie so Angst gehabt, dass ich die ganze Zeit alleine bin und so. Aber ich muss sagen, es war wirklich ein so, so wunderschöner Tag. Also ich hätte ihn mir echt besser nicht vorstellen können. Meine Gastfamilie kam übrigens heute Morgen noch mit einem Frühstück, das hatte ich gar nicht erzählt. Also ich hatte den Morgen mit meiner Gastfamilie, die haben mich mit einem Frühstück am Bett überrascht und haben für mich gesungen. Und dann war ich ja eben mit meiner Gastschwester im Freizeitpark und heute Abend war ich mit der Austauschschülerin unterwegs und ich konnte mich nochmal ein bisschen so von Stockholm verabschieden, weil ich ja bald schon nach Hause fahre. Und ich weiß nicht, vielleicht haben sich manche von euch gewundert, dass ich nichts mit Freunden gemacht habe. Hier in Schweden sind schon Ferien, deswegen sind all meine Freunde schon im Urlaub. Die sind gleich losgefahren mit Ferienbeginn. Aber ich habe mit ihnen letztes Wochenende gefeiert und ich habe ihm einfach allen so über Snapchat geschrieben, dass ich ja meinen Geburtstag feiern würde und ich hatte so Angst, dass niemand kommt. Echt, ich bin ehrlich. Aber dann haben eigentlich alle gesagt, ja, voll gerne, wir wollen kommen und dann war das mein schönster Abend hier. Genau, also traut euch einfach, sprecht Leute an. Gerade hier in Schweden, es ist nie jemand böse zu einem. Also jeder probiert immer zu helfen, so viel er kann und das schätze ich auch so sehr hier und die Leute sind sehr lieb. Also ihr müsst euch trauen, die Leute anzusprechen, von selbst kommen sie eher nicht. Aber wenn ihr sie ansprecht, dann wirklich, die sind sehr, sehr lieb. Habt da keine Angst, traut euch einfach.
Und ja, jetzt ist dieser Vlog, glaube ich, auch schon so langsam zu Ende. Was ich euch vielleicht noch gerne mit auf den Weg geben würde, wenn ihr euer Auslandsjahr bald anfangt oder es einen Plan habt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und ich drücke euch ganz fest die Daumen. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, traut euch einfach, traut euch Leute anzusprechen, traut euch neue Sachen zu machen und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen vielleicht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die sehr, sehr gerne in die Kommentare stellen. Ich probiere da so ein bisschen aktiv zu sein und die zu beantworten. Und sonst war es das, glaube ich, auch schon. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ja, ich wollte eigentlich noch Tschüss sagen, aber dann hat mein Video abgebrochen. Ich wollte es nicht nochmal neu aufnehmen. Deswegen jetzt in dem Sinne. Vielen Dank und Tschüss!